Hallo und Servus zu einem neuen Let's Play. Wir spielen GTA 5 Online und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Ja, endlich, wie angekündigt, in den Weihnachtsferien bzw. in meinem Weihnachtsurlaub werde ich mich ein bisschen mit GTA Online beschäftigen und ich habe mal vor, für den Anfang 5 Folgen aufzunehmen und ein bisschen was, ja, hier bei meinem Charakter weiterzubringen. Und zwar der Charakter, der existiert schon ein bisschen. Ich habe immer schon wieder mal hin und wieder GTA Online gezockt. Das ist schon sehr lange her, also 2017, beginnend eigentlich immer wieder ein bisschen und immer wieder ein bisschen. Und ich habe mir jetzt überlegt, vielleicht mal ganz was anderes am Kanal, nämlich GTA 5 Online. Und das schauen wir sich gemeinsam an. Das Erste, das ich unbedingt machen möchte, ist, ich habe schon ja nicht viel außer ein Apartment und 604.000 GTA-Dollar auf der hohen Kante. Und ja, ich möchte halt natürlich jetzt dann gerne mal ins große Business einsteigen und nicht nur immer Rennen fahren oder ja diverse andere Sachen tun, sondern ich würde gerne, jetzt legen wir den mal auf die Seite, ich rufe später zurück. Und wir werden da sich ein bisschen ein Geld noch ansammeln und dann werden wir uns den ersten CEO kaufen, beziehungsweise das erste CEO-Gebäude kaufen, um dann quasi groß ins kriminelle Geschäft einzusteigen. Ja, ich würde ganz einfach sagen, wir legen los. Davor trinkt man noch einen Schluck von dem guten grünen Zeug da und dann schwingen wir uns schon in die Garage und versuchen, den ersten Auftrag abzuarbeiten. Und zwar hätte ich gerne vor, diese, sagen wir mal, Questreihe von Maud, keine Ahnung, wie man sie genau ausspricht, die würde ich ganz gerne beginnen. Davor sollten wir halt natürlich auch die Garage betreten können. Und zwar diese Questreihe beinhaltet 5 Kopfgeldmissionen und anschließend bekommt man Fahrzeug. Das ist mein Auto. Es ist jetzt nicht gerade der Bringer. Ich habe es ein bisschen verschönert, aber das war's. Lieber fahre ich aktuell mit dem Motorrad, denn da ist man ein bisschen schneller unterwegs. Und ja, ich würde also ganz gerne diese Questreihe machen, bis man dann eben von ihr den Auftrag bekommt, eben ein Kriegsbeil zu finden. Und mit dem kann man dann noch einmal ein paar Leute killen. Und dann gibt es wieder Geld und ja, das soll uns näher an die Million bringen. Und keine Sorge, es gibt noch einiges anderes zu tun, nämlich dann gibt es noch die Questreihe mit dem, also die Schatzsuche und zum Schluss gibt es dann noch den Schlitzer von Los Santos und das werden wir sich alles holen und ich hoffe, das geht sich alles innerhalb der nächsten 5 Folgen aus. Und je nachdem, was für einen Erfolg uns dieses, oder wie viel Spaß dieses Let's Play macht, sehen wir dann, ob es vielleicht nochmal 5 Folgen gibt. Jetzt legen wir aber los und zwar, ich würde ganz gerne jetzt mal Ihren Auftrag annehmen. Ich habe noch etwas für dich, genau, und den suchen wir und den sollten wir gleich da oben finden. Das heißt, wir werden da gleich einmal rauffahren. Und dann werden wir da mal. Könnten der Gesuchte sein. Sich da irgendwo schon verstecken. Ich würde sagen, der ist wahrscheinlich da hinten irgendwo. Möglicherweise sogar da drinnen. Sorry. Das Problem ist nämlich, sobald er uns entdeckt, wird er ziemlich aggressiv und wird wahrscheinlich auf uns schießen. Und ich will nicht gleich vom Motorrad geschossen werden, deswegen bin ich da etwas vorsichtiger. Also eh auch wie üblich in allen anderen GTA-Missionen. Okay, das sollte also eigentlich hier irgendwas sein. Steigen wir mal ab, vielleicht findet man ihn so. Da ist er ja schon, der nette Herr.
So, da ist er schon. So, Maud hat schon wieder was für uns. Wir werden uns da jetzt mal ein bisschen in Sicherheit bringen. Wir werden uns da jetzt mal irgendwo ein bisschen außerhalb verstecken. Genau, das müsste reichen. Müsste reichen, wenn wir uns jetzt da irgendwo gleich mal in der Ruhe. Genau. So. Passt, die Polizei sucht uns nicht mehr. Sehr gut. Dann holen wir uns den nächsten. Ich habe dir dein Geld geschickt, wir haben bald wieder voneinander. Okay, jetzt müssen wir warten. Ja, das Diamond Casino brauchen wir aktuell nicht. Das können wir erst am Abend machen, denn ich habe doch immer täglich mal am Glücksrad gedreht. Und deswegen sollte das eigentlich. Ja, dann warten wir halt, bis die nächste Quest kommt. In der Zwischenzeit werden wir dann ein bisschen herumdüsen. Oh, hoppla. Ah, die Waffe lassen wir lieber stecken. So, ja, also wie gesagt, ich spiele das eigentlich nur just for fun und nicht irgendwie als ja, Profi. Ich bin eigentlich der absolute Noob bei GTA Online. Aber es macht verdammt viel Spaß und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen. Bisschen Unterhaltung soll ja auch dabei sein. Ich meine, wer sich jetzt wahrscheinlich gerade die Zähne an der Kante da ausgeschlagen hat, ist sicher ein lustiges Bild gewesen. Ich würde mich freuen, wenn es jetzt etwas schneller geht. Wir könnten da mal kurz parken. Genau, und ich schaue mal, was haben wir denn eigentlich für Tagesziele heute. Spiele eine Runde Golf, dreh am Glücksrad. Gib an, dass du einen Motorradclub suchst. Aha. Fantastisch. Da ist schon die nächste Aufgabe. Noch jemand, der sich nicht an die Bewährungsauflagen halten kann, folge den Koordinaten auf deinem GPS. Ja, dann schauen wir halt einmal. Nein. Wo ist denn der nette Herr? Da unten sollte er sein. Das heißt, wir gehen da mal hin und suchen ihn. Ja, ich habe schon einmal eine Mission erfüllt, also eine Aufgabe habe ich von ihr abgeschlossen und offensichtlich hat das mitgezählt. Ich bin nämlich dann elendig krepiert im wahrsten Sinne des Wortes und war mir nicht sicher, ob das dann als abgeschlossen gegolten hat. Und offensichtlich schon, weil das ist jetzt der dritte Auftrag, dann heißt zwei haben wir noch, aber das ist auch gut, denn umso schneller kommen wir zu der Million oder sind wir dann quasi bei der Million angelangt und dann geht es erst so richtig los. Denn ich möchte ja innerhalb der 5 versprochenen Folgen relativ viel erreichen. So, wir nähern uns dem Ziel, das Zielgebiet. Da ist er doch. Okay. Bringen wir uns wieder in Sicherheit. Als die Polizei meint und. Sagt die gute Maud. Schicke ich dir die neuen Daten? Na gut, dann. Ja, mein Freund.
Was ist denn das eigentlich, dieses Symbol hier? Ah, das ist die. Okay. Packen wir sich da mal kurz ein. Ich will mal kurz schauen, wie sieht es eigentlich finanziell aus aktuell. Oh, da können wir schon wieder was einzahlen. Ja, das Ganze wird von mir in einer solo-öffentlichen Lobby gespielt. Das heißt, es ist in dieser Lobby alles möglich, nur es sind halt eben keine anderen Spieler dabei. Das liegt nicht daran, dass ich gerne alleine spiele, aber ich will gerne alleine und in Ruhe meine Aufgaben abschließen und nicht dauernd, ja, weggeschossen werden. Ein bisschen PvP schadet nicht, ne? Wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte, schießt ein bisschen mit hinein, also da habe ich kein Problem damit. Aber wenn ich selbst gerade dabei bin, Missionen zu erfüllen, dann will ich nicht derjenige sein, auf den geschossen wird, sondern ich will da eher in Ruhe meine Missionen erfüllen. Und wie gesagt, es ist mir ein Ziel, endlich dieses Firmengebäude zu besorgen, damit wir dann auch die ganz tollen Aufgaben abschließen können. Ich will jetzt absichtlich dann noch ein bisschen herumfahren und die Zeit totschlagen, denn wenn ich jetzt einen anderen Auftrag in der Zwischenzeit mache, würde da zu viel Zeit verloren gehen. Und wenn es mir jetzt zu lang dauert mit Mod, dann werde ich wahrscheinlich das eh gleich machen. Na, machen wir es einfach mal. Und zwar melden wir uns mal als VIP registrieren. Selbstverständlich den Namen unserer Organisation haben wir ja schon. Hoppla, ohne Raute. Ah, E-Mail von Maud, na ja, bitte. Moment mal, einmalige Gelegenheit. Schauen Sie sich unsere Immobilien an. Heute im Angebot: Autowerkstätten, Spielhallen, Nachtclubs, Bunker, Clubhäuser. Naja, das trifft sich ja gut, wenn wir das hätten. So, vierte gesuchte Person. Hey, ich kenne den Typen. Gut, ich kenne ihn nicht, aber ich werde ihn gleich finden. Das heißt, wir werden... Wo können wir denn den guten Freund finden? Da oben sollte er sich aufhalten. Ein bisschen eine längere Reise. Ja, ich habe natürlich die Funktion des Autoradios deaktiviert, denn ich weiß nicht, wie sehr die Musik mit Lizenz... ja, im Hintergrund behaftet ist, und bevor ich dann irgendeinen Strike kriege oder zumindest eine Verwarnung oder mein Video dann monetarisiert wird, obwohl ich nichts davon habe, weil ich ja noch nicht genug Abonnenten habe, da schaue ich lieber drauf, dass das eben ohne Lizenzmusik ist. Geh weg da. Gut. Eieiei. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Oh mein Gott. Oh, ist ja schon gut, ist ja schon gut. Schöne Bike. Ah, wieder ein rekordverdächtiger Sturz. Aber ich finde, das gehört eben zu GTA dazu, dass man ordentlich auch auf die Fresse fliegt. So, dann sollten wir den auch gleich haben. Was ich jetzt echt faszinierend finde, ist, dass die Ziele gar nicht so weit auseinander sind. Denn das allererste Ziel, das ich gesucht habe, das war ewig weit weg. Zu Hause. Schauen wir mal.
Schwerer Fehler von der Seite? Nein, doch nicht. Was dann? Ich glaube, das ist er. Oder? Ich glaube, da drüben sitzt er. Actionfigur gefunden. Eine von 100 Actionfiguren. Na, fantastisch. Okay. Wo könnte ich den finden? Nicht drin. Ich hol mir doch lieber das Bike. Ah, die E-Mail für die Schatzsuche. Ja, das ist dann das nächste Ziel. Das habe ich aber eh schon kurz angesprochen. So, ja, die sind jetzt natürlich nicht so glücklich, dass ich den erschossen habe. Das wäre ich auch nicht, wenn das einer meiner Freunde wäre. Aber ja. So. Mord meldet sich gleich. Gut, das heißt, wir haben jetzt gleich das letzte Ziel und anschließend bekommen wir eben den Hinweis für dieses Kriegsbeil. Und mit diesen Kriegsbeilen müssen wir sich dann leider ein bisschen aufführen. Ich bin ja kein Freund von extremer Gewalt. Aber ja, wir wollen halt ein kriminelles Imperium erschaffen und da muss man halt sich dann schon ein bisschen die Hände schmutzig machen. Naja, ist halt schade, dass wir da halt eben arme Unschuldige killen müssen, aber ja, ist halt so. Jetzt können wir da mal ganz kurz mal stehen bleiben, denn ich würde ganz gerne wirklich schauen, wenn wir da jetzt schon billigere Angebote haben. Ah ja, das ist leider nur Maze Bank und nicht die hier. Das kostet leider immer noch 1 Million. Naja, wir werden trotzdem weiter unsere Kurs fahren. Ich bin schon gespannt, ab 21 Uhr heute, also Realtime 21 Uhr, kann ich dann wieder am Glücksrad drehen. Ich hoffe, dass das bis dahin wieder ein bisschen mehr Kohle bringt. Schatzsuche. Perfekt ist die Schatzsuche auch schon. Die ist dann beim Fragezeichen zu finden. Das können wir sich dann gleich in der nächsten Teil kümmern. Okay. Gut. Dann warten wir da, bis wir einen neuen Auftrag von Nord bekommen. Golf spielen könnten wir. Gehen wir eine Runde Golf spielen, ha? Wie ist denn das überhaupt gewesen? Dass er sich jetzt nämlich länger nicht meldet. Wenn sie sich jetzt tatsächlich länger nicht meldet. Gehen wir nicht. Ah, da ist sie schon, die E-Mail. Ich sag immer, wenn ich glaube, sie meldet sich nicht.
Gut, dann holen wir sich das letzte Subjekt. Fünfte gesuchte Person. Das ist sie. Wo finde ich die gute Dame? Zumindest sieht sie am Foto aus als Frau. Da unten. Das wird wahrscheinlich jetzt dann wieder Mordsaufsehen mit sich bringen. Wahrscheinlich wird uns die Polizei dann gleich jagen. Oder werden wir sich dann ganz einfach wieder verstecken. Da gibt's nämlich hinten in dem reichen Viertel gibt's davor so einen Friedhof. Da habe ich mich schon ein paar Mal versteckt. Und das bringt uns dann schon was, sag ich mal. Rüberkommen. Gleich wieder abbiegen. So, das Ganze ist so, das spielt sich jetzt am Pier ab, das heißt, wenn wir jetzt mal vorsichtig sich anschleichen. Natürlich werden wir das nicht, wir werden dann nämlich gleich mal direkt. Wasser wird es einmal fix nicht sein. Hey, Honey Boo, you look great. Yo, what's up? Wir werden die Hochschuppen fahren oder? Wo könntest du dich gerade verstecken? Irgendwie immer die gleichen Personen, aber nicht die gesuchte. Schauen wir nochmal da nach vor zu Fuß. Gute Frage, wo versteckt sich die Zielperson? Interessant. So, erledigt. Die Polizei ist wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade glücklich darüber.
da kommt jetzt der Auftrag mit der Schatzkiste. Und da kommt die Polizei und da müssen wir jetzt aber schauen, dass wir verschwinden. Hoppla. So, kurz mal auf die Landkarte schauen. Wo ist das Schatzteil? Da oben. Da fahren wir gleich einmal hin. Aber nicht der Polizei entgegen, sondern wir fahren da ein Stück nach vor. Drehen da jetzt drüber. Ja, das geht sich aus. Da kommt eine Polizei schon davor. Dann hätten wir den Kopfgeldauftrag eigentlich schon abgeschlossen. Und das ist richtig cool. Wir sind bei 26 Minuten, das heißt, die Folge ist nicht allzu lang. Mein Ziel ist es, die Folgen zwischen 30 und 60 Minuten zu machen. Ja, ich sage jetzt extra 60 Minuten, denn manchmal werden wir vielleicht nach 40 Minuten fertig sein. Und manchmal werden wir wahrscheinlich erst nach einer Stunde fertig sein. Und deswegen ist es so großzügig angesetzt. Das war jetzt knapp. Also ich habe mich da schon in dem Wagen drinnen kleben gesehen. Warum habe ich das so eine feste Bremsung gemacht? Ah, das Fernlicht auf. Wird zu dunkel da rumfahren. Ja, ich spiele übrigens nicht nur mit den Original-Grafik-Mods, sondern es sind ja eigentlich keine Mods erlaubt im Spiel. Also wenn man online spielt, darf man ja keine Mods verwenden, nur kosmetische. Und ich habe tatsächlich nur die Mod, die ein bisschen Shader mitbringt und das Ganze eben ein bisschen einem anderen Bild sozusagen einhaucht. Also die Nacht sieht ein bisschen dunkel aus, ist zwar jetzt ein bisschen störend, weil es jetzt gerade Nacht ist. Ich blende mich mit dem Fernlicht gerade irgendwie selber. Also ganz ehrlich, fahre ich lieber so. Man sollte halt die richtige Taste drücken. Ja. Ach ja, ich habe statt Scheinwerfer bin ich auf Absitzen gegangen. Aber wir sind eh schon am Ziel, also eigentlich war es gar nicht so schlecht, was ich da getan habe. Wo liegt denn das gute Teil? Da ist die Kiste, ne? Da muss ich ja eh sagen, ja, da muss da hin. So, und da ist die Nahkampfwaffe, dieses wunderschöne Tomahawk zum Skalpieren. Genau, und dieses wunderschöne Kriegsbeil gehört jetzt uns. Und mit dem Kriegsbeil müssen wir jetzt insgesamt, ich habe es mir notiert irgendwo, mit diesem Kriegsbeil müssen wir jetzt insgesamt
mit Mordkopfgeld 25 Kills mit dem Kriegsbeil machen. Das heißt, ich werde mich jetzt dann von dir verabschieden, denn ich glaube, beim Schlachten der Leute wirst du mir nicht unbedingt zusehen wollen. Ich werde das durchführen und vielleicht die letzten paar hebe ich mir dann für die nächste Folge auf. Ich fahre jetzt nur mal Richtung Stadt und werde da mal anfangen. So, ja, ich weiß, es ist wirklich brutal und absolut nicht. Ja. 24 Kill mit dem Steinkriegsbeil. Also, man sieht, wir haben das jetzt durchgezogen und ich glaube, das muss nicht unbedingt sein. Ich bin kein Freund von Gewalt und deswegen werde ich mich jetzt dann von dir verabschieden. Du der Nächste sein, oder wie? Holy cow! Dude. Okay, den zerstückeln wir jetzt dann doch nicht. Na, ist der noch nicht tot? Verrückter mit Kriegsbeil killt Menschen, das mache ich dann tatsächlich jetzt nach dieser Folge. Ich verstecke mich dann nur noch schnell vor der Polizei und werde mich dann gleich von dir verabschieden. Ich werde da jetzt mal hier rüber abbiegen. Dann darüber fahren, dann gleich darüber fahren. Gut, also, ich wünsche dir, ich hoffe die Folge hat dir gefallen, ich wünsche dir wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal zu GTA 5 Online, bleib gesund, Servus.